Hallöchen, weiter geht es mit unserem Farmleben und jetzt sogar zu zweit. Achso, wir haben ja letztes Mal ja gekocht wie die durch und durch. Mal so viel gekocht. Mal alles. Was ist das eigentlich? Hinweise, okay. Enzyklopädie. Pilz, Honig, Tierprodukt. Ich glaube, der hilft nicht auf der Farm, leider. Ich tippe in dem Album. Bekannte Nachbarin? Okay, hier informiert die Spieltitel in einem Album. Schürfen, trockenlegen, angeln. Neue Bäume gibt denn. Ach, hier 100 Kleidungsstücke. Ach, hier kann man sehen, was man machen kann. Für Speise 50 gebe ich, obwohl die soll man einfach essen. Von 1 Million. Boah. Fühl dich zum Schotter Geldmaschine für die einen Tag. Wow, wow, wow. Was hat es hier gibt? Okay. So, wir wollten erstmal hier. Haben wir letztes Mal so viel gekocht. Mal was hier verkaufen, was wir nicht mal brauchen. Das behalte ich. Da der Apfel kann man weg. So. Das andere verteilen wir erstmal wieder. Für deinen Entwurf. Hier haben wir das. Das haben wir nicht mal einen mehr. Goldherzen. Das ist echt Geld. Jetzt will ich alles einsammeln, verkaufen. Gewürze soll ich behalten, das mache ich ja gerade. Das wird K. Oh, festes Garner jetzt. So, das andere verkaufen wir. Dann ist es auch schon fertig. Goldbarren. Honika ist behalten. Ich denke, das Blümchen, ne? Wo muss ich doch dieses Blümchen noch haben? Oder nicht? Kann nicht sein, dass ich das Blümchen noch nicht mal einmal besitze. Echt jetzt? Ich hab keine, oder? Ich hab das gerade hin. Oder ich hab das hier höher. Also hier. So, bald können wir das hier ändern. Das Gras sich verabschiedet hat. Mit der Springanlage und alles. Ist ja nicht mehr lange Herbst. Dann kommt der Winter. Ich bin so gespannt auf den Winter. Ob sie auch neue Tiere bekommen. Ich freue mich schon. Dieser Baum, ne? Der nervt mich jetzt schon. Gibt es dann noch einen Schneehase oder so? Das kann das sein. Wer weiß, wer weiß.
Also, ich muss erstmal auffüllen und dann muss ich hier aufräumen. Ich nerv das schon wieder, dass hier alles vollgepackt ist. Boah. Sicher könnten wir mal auf Silber mal machen. Ist immer nicht schlecht, ne? Ist nur ein Ei. Das können wir auch noch nicht pflücken. Muss ich aufholen. Ist alles voll. Was wollen die hier denn nicht wollen? Oh, Veganer. Treffen. Muss mal sehen, wie Spielweise, Schwierigkeits... Oh. Schwierigkeit? Wahrscheinlich ein bisschen mit Dings da weniger machen. Es ist ja schon leiser und trotzdem... Es ist ja so laut, ne? Zu den Tierchen gehen, das wäre mal auch mal nicht schlecht, aber ich ein bisschen die aufräumen. Ob das nicht mehr so durcheinander ist, ey. Hast du die Krise hier, ey? So vollgepackt und hier, oh Gottes Willen, wachsen hier wieder Bäume. Was ist denn hier los, ey? Lass mich ja auch nicht in den Go. Das ist voller Bäume stehen in die Pilze. Ich habe gar keinen Platz, die Sachen von unseren Tierchen mitzunehmen, wenn es so weitergeht hier. So voll gefüllt hier. Hallöchen. Was euch? Läuft's hier? Ich glaube, wir müssen mal Gras rein tun. Müssen mal gucken in dem Silo. Das ist hier genug Gras drin, ne? Das Problem, du bist verheiratet und er macht gar nichts hier auf dem Hof. Aber wirklich gar nichts. Hallo, meine Lieben. Ich bin gespannt, wann das wirklich so das hilft, dieses Premium-Futter. Dann haben wir wieder ein Zauberhaus. Sieben von zehn. Können die nicht? Können ja auch Premium-Futter oder nicht? Im Silo schauen, aber vielleicht das dauert ja bis. Hab ich die Hühner überhaupt rausgegessen? Ups. Upsi, Entschuldigung. Hab ich vergessen rauszuholen. Ich muss gutes Fell bekommen. Ja, wir schaffen das. Ja, mich verdammt. So schon Premium-Futter bleiben. Sternchen. Noch Sternchen. Hm, Sauberkeit auch noch. Fand ich richtig gut. Jetzt habe ich auf meine Ziege kaum. Die bald hier Nachwuchs kriegen. Das wäre doch schon schön. So, jetzt mal das Futter weg. Und die Bücher bei Sternchen. Das sah süß aus. Dass er immer schön Futter rein und dass es sich umwandelt. Sehr wichtig.
immer Platz, ey. Schon. Ja, heb das mal bitte auf. Einen Platz haben wir noch, okay. Oh, ich verstehe das hier nicht mit dem Wassergraben. Erstmal ist das gefüllt und dann gehst du näher und es ist leer. Keine Ahnung warum. Muss man nicht verstehen. Zum Aufheben. Komisch. Ist vielleicht hier eine Blume oder so gewachsen, die wir mitnehmen können, auch nicht. Mähen sollten wir, ja. So, mal schauen. Toll ist denn, den sich hier auf Silber zu machen. So. Ja, ein bisschen Milch werden wir jetzt erstmal wegmachen. Okay. Eine Wolle hier. Packerwolle weg. Eichen. Was haben wir denn hier? War nur alles einzeln oder? Pfeffer haben wir auch gefunden. Okay. Können wir gleich produzieren lassen. Damit. So, hier haben wir glaube ich nix. Ja. Ach, Samen davon kann man produzieren. Jo, stimmt ja. So, was haben wir? Pilze. Ne, die haben wir schon, okay. Eichen kann weg. Blümchenmäßig. Kann die glaube ich abgegeben werden noch. Haben wir glaube ich von jedem eigentlich genug. Jetzt wird eigentlich nichts anfangen. Garno, der hat gewählt. Habe ich den hier? Kastanie hatte ich. Richtig. Das sind Kastanien. Schwarze Rose. Wie viele Tage haben wir denn noch? Was sind wir denn gerade beim 25. Da ist ich nichts mehr pflanzen werde. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie teuer das wäre, unsere Sichel auf Silber zu machen. Das ist doch Eisen. Hey! 5 und was? 5 Hart, 5 Silberbahn. Hartholz, okay. Fünf Hartholz. Nicht schlecht und ist noch besser. Vielleicht können wir da mehr auf einmal machen. Habe ich das denn? Lass mal schauen. Fünf. Also locker habe ich die. Hartholz wäre. Oh. Warum?
Also. So, und dann das Fünfgreifen. So. Kann ich alle mitnehmen. Das Essen, was die Zwerge machen, am besten mitnehmen, die mir zum Verzehren. Das ist ja auch dann. Gute machen. Hey. So, ja, das will ich gerne verbessern. Und fast alles Gold, ne? Jetzt geht es jetzt nur noch auf Gold oder auf Halkos. Was ist das? So, machbar ist es schon. Na gut, das brauchen wir neu. Das Geld ist schon heftig. Aber eigentlich haben wir mal Silber- und Goldwerkzeuge. Das ist schon mal ganz okay. Ganz kurz die Kleinen hier. Erdgnomen mal besuchen, vielleicht haben wir was Schönes für uns. Schauen wir mal. Nein, nicht durch. Ich wollte dich noch gar nicht fragen. Lass mal hier gucken. Zebra schon Blaukrabbe. Holz. Kaninchenfell grau. Oh. Okay, es wird verschiedene Kaninchenfarben geben. Gemüsesalat. Okra. Stein und da bringt mir eigentlich mal Gras. Okay. Hat hier nur. Hier nicht. Da aber. So. Schlecht aber. Kann ich die Steine loswerden? Ne, waren noch zu viele Steine. Das macht sich gerade hier. Fischi, wo habe ich noch mal Fischis? Aber gar nicht so Fischi. Das bleibt auch mal noch ein Essen. Auf die Mine müsste ich mal das Essen mitnehmen, vielleicht. Wenn ich das mal mache. Kann man irgendwas kochen? Gemüsesalat, das kann man immer kochen. Nicht mehr viele Gerichte, also vieles können wir schon kochen. Okrasuppe, Okra, Fischi, Fischi ist egal. Alle große Fische, also Okra und ein Fisch. Ich weiß gar nicht, ob ich das Gewürz noch habe. Aber Okra hatten wir doch gerade bekommen. Ein großer Fisch. Gehörte das zum großen Fisch? Ich glaube schon. Gewürzmäßig, glaube ich, habe ich doch noch. Oh, aber wie viel waren das? Vielleicht einer? Ich weiß es gerade nicht. Er gehört nicht zu den großen Fisch. Was ist für die dann ein großer Fisch? Das ist ja blöd.
gehört leider nicht zum großen Fischi. Na, da wird er jetzt erstmal gegrillt. Was soll ich denn holen? Hi? Verstehe jetzt nicht, was für die dann einen großen Fischi? Butamochi. So was Leckeres hier kochen kann, ne? Da kriegt man sofort Hunger. Mont Blanc. Bräuchte ich eine Kastanie? Sitze ich so, weil ich hier. Ein Kastanchen. Lecker Käsekuchen können wir machen. Garnieren mit einer Zitrone. Santos Hot. Lecker. Dann kann ich mal eben eine. Ich glaube, wir holen mal eben eine Kastanie. Ein Kräutertee, was wollte ich dazu? Ein Salbei. Salbei und eine Kastanie. Wäre mal nicht schlecht. Und mit einem riesen Fischi können wir nichts machen. Ich habe keine größeren Fische. Bedeutet nur, was ist bei denen ein Riesenfisch? Der war gerade nicht klein, was der gebracht hat eigentlich. Verstehe ich nicht so. So, wollen wir jetzt eine Kastanie. Wollen wir nochmal die Kastanie hingeschleudert. Und einmal ein Salbei brächten. Mit Blümchen, wo bist du? Das liebe Salbei, da ist er. So, jetzt können wir zeigen, ob wir neue Gerichte machen. Oh, da kommt hier nach Hause jemand. Da kommt jemand nach Hause. Kochen. Jetzt erstmal gehen wir hier hin. Kräutertierchen. Leider ohne ganze Marmelade. Was muss ich hier für eine Maschine kaufen? Kräutertierchen gemacht und hier können wir lecker irgendwas lecker an Kuchen, glaube ich, machen. Nicht? Ach, jetzt habe ich mir das Weizen weggenommen. Hallöchen. Ich brauche Weizen. Mehl. Haben wir das noch da? Können wir nicht. Ich dachte, wir könnten vielleicht den Puschel rein tun, aber nö. So, nächster Versuch. Was Leckeres hinzubekommen. Tada, Enkel. Eier. Mit. Garniere mit Zucker. Aha, was das süßer wird. Mont Blanc rein. Der war schon interessant aus. Eigentlich etwas Neues hier. Nur die Springanlage. Ha. Wie kann man denn Marmelade herstellen? Mit diesen Soßen? Gewürzsoße. Ne, das ist Gewürz. Das ist für Soßen. Die Farben, das ist Joghurt, das ist ein Fertiger. Steht das jetzt, dass wir hier wohnen zusammen, oder wie? Oh, der wohnt da gar nicht mehr. Oh je. Ich gehe schon mal schlafen. Ich habe ja genug zu tun. Anstatt wie er. So, weiter geht's. Was haben wir für ein Wetter heute? Regen. Oh, wenn du dabei bist, macht alles zehnmal so viel Spaß. Regen, das ist nicht schlecht.
alles wegbringen und dann fährt zu Nina. Das wäre doch cool. Essen haben wir uns auch genug gemacht. Was sollte denn hier? Steine kann ich nie gebrauchen. Aber das Essen behalte ich. Das habe ich mir ja extra gemacht. So, erstmal das einsammeln. Dann um die Tiere kümmern. Haha! Unser erster hergestellte Wolle. Haben wir ja neu bekommen. So, dass wir hier die Sachen loswerden. Und dann zu den Tierchen. Das kann weg. Ich glaube, wir müssen mal bald wieder Butter und so sammeln. Eier. Oh, Weintrauben. Das bedeutet, wir können vom Weintrauben doch was machen. Äpfel. Dann kann man nicht so eigentlich. Nehmen. Das wäre eine gute Idee. Oh, wir können bald was Neues pflanzen. Das Gras geht jetzt auch. Wir müssen uns die Felder auch gleich anders machen. Das ist immer eine Idee. Okay, nicht ganz weg. Ein Stein geht ja ganz weg. Mit Stein wird er noch weiter wachsen. Tanni wegmachen. Überfüllt von Tannen. Alles hier. Auch mal ganz kurz hier. Na, was mit Heidi? Hier alles gesammelt. Holz. Das muss ich auch behalten. Habe ich irgendwo Oliven hier? Ich glaube, die habe ich innen, ne? Ein Traum. Das lasse ich erstmal hier. Wir müssen ja bald experimentieren damit. Dafür wollte ich eigentlich auch hier lassen. So, das nehme ich alles mit zum Okra oder. Lassen wir auch das Gras, nehmen wir erstmal mit, weil ich nicht weiß, wie viel im Silo fehlt. Dann können wir das alles im Silo schmeißen. Oder fast. Wissen wir das, wenn wir uns nochmal so ein Silo bauen würden? Glücklich hier, das ist so wunderbar. Also Eier schaffen wir leider erst bis 4. Bis 10, glaube ich, geht das sogar. Das beste, dem besten Produkt. Von der Höhe. Ich bin noch weit entfernt. Hat das ja irgendwie so glücklich sein, ne? Schon 8, perfekt. Das ist gut, Meister. Das läuft gut. Was ist denn hier los? Wo sind die denn alle? Die sind am rumlaufen. 10 Meter.
ich 3. Ah, jetzt muss ich Holz gewaschen werden. Kann man auch sauber sein, ich muss morgen dann scheren. Jetzt sauber gemacht werden, morgen hat sie ein Schieffell, aber ich will nur eine, das ist meine kleine Ziege da. Haben wir alle? Ich glaube ja. So, jetzt bringen wir das alles weg. Und dann machen wir uns auf den Weg zur Mine eigentlich. Hätte ich mal Bock wieder drauf. So, heute machen wir nochmal Milch weg. Ich weiß nicht, aber ihr behaltet mal lieber mal. Davon haben wir auch nicht mehr viele. Wenn ich das nicht täuscht, ich weiß gar nicht, wohin mit euren. Das war immer noch alles nur einmal. Ach, die anderen tue ich weg dann. Der kann hier weg. So, haben wir denn alles hier? Oh, Felden. Felden müssen wir eben hier nutzen. Das ist jetzt blöd, das mitzunehmen. Das hat keinen Sinn. Das kann ich noch gar nicht zu Stoff oder so machen, ne? Ach, stimmt. Da wird mir noch einer fehlen. Das erste Mal, dass wir dunkles Fell bekommen. Deswegen muss ich irgendwas hier wegmachen. Ich glaube, das kann ich das verkaufen. Das möchte ich nicht haben. Bringt jetzt nicht viel, aber ich will es nicht haben. Ach so, das Gras sollte ich hier lassen. Das nimmt ja auch nur Platz weg. Wo ich nochmal Gras. Wo ist das Gras? Das sind schon wieder Kisten. So, perfekt. Heute regnet es über dem Mofa. So, mein Pferd gehört doch nicht im Dingsalat. Dankeschön, Mia. Ich kann dann einfach das Arme willkommen bei Kitty. Ich dachte, ich komme da nicht durch. Wow, bevor ich verhier bin. Hier wird er besägt durch. Warte. Oh, dieses Tor geht nicht um. Hallo, wie geht's dir? Gott, wir kommen nirgendwo raus. Wir kommen hier nirgendwo raus. Steigt mal kurz ab. Öffnen. Aufsteigen. Nein, da geht es wieder zu. Super, dass es dir gut geht. Mir geht's auch gut. Ich versuche gerade irgendwie mit meinem Motorrad hier durchzukommen. So, wir haben es geschafft. Oh Gottes Willen. Dann wollen wir das. Oh, jetzt verstehe ich das immer noch. Ja, ich muss es echt mal googeln, was hier los ist mit dem. Mit unserem Teich. Ich weiß nicht, was man dazu sagen kann. So. Ja, wir haben es geschafft. Verstand. Ich kam irgendwann mal da raus wieder. So, jetzt muss ich mal hier rein. Wieder in die Mine. Ich war so lange nicht mehr drin. So lange nicht mehr. Oh, okay. Die erste Etage fängt so an. Start mit dem. Ach, ich habe schon die verrückten Maulwürfe. Ich kann die nicht leiden, ne? Die geben da sowieso nur Mist. Die durchgeknallten, ja. Eine Leiter finden wir schön. Die Leiter ist nie an der Wand. Die Leiter ist nie, also immer mittig die Steine kaputt machen. Dann findet man die Leiter. An den Wänden braucht man mehr, die Steine wegzumachen. Weil damit die Leiter sich nicht verstecken. Oh, was schönes für uns. Das gute Glassteine. Ja. Oh. Oh nein, treffen. Treffen.
Oh, wie lange ich Twitcher mache. Also, Twitch habe ich schon lange, muss ich schon sagen. Vor 2-3 Jahren habe ich mal ein paar Spiele immer gestreamt, aber jetzt bin ich ins Loch gefallen. Aber nicht so intensiv oder so. Jetzt mache ich dieses Jahr schon irgendwie länger und mir macht es auch Spaß, weil ich sowieso gerne zocke, mal wenn ich Zeit habe. Deswegen freue ich mich über jeden und würde schon gerne so eine Community natürlich aufbauen. Mit coolen Leuten und so. Hat immer so Spaß, sich mit Leuten auszutauschen und so über die Spiele zu reden. So, eine Leiter. Nur. Nein, der Maulwurf kommt. Achso, und wir dürfen nicht vergessen zu essen. Wir dürfen nicht vergessen zu essen eigentlich. Tief sind wir eigentlich gefallen. Okay, so tief sind wir jetzt aber auch nicht gefallen. Ich würde schon gerne ziemlich. Schade, dass hier in die Etage nicht gezählt werden und du immer von vorne anfangen musst. Das ist echt schade. Ich habe noch keine Leiter gefunden. Oh, okay. Wenn wir von der Leiter sprechen, kommt die Leiter. Das haben wir doch gerne. Nein, ich soll nicht da reinfallen. Ich weiß es nicht. Verletzt uns das, wenn wir reinfallen? Oder was ist das, wenn wir in ein Loch hier zufallen? Lass mal gucken, wenn wir mal, was es hier gibt, bevor wir da uns in die Abhang stürzen. Ich komme gleich wieder, aber mir ist das Bild gerade verpixelt, sodass ich nicht sehen kann. Alles klar, kein Problem. Manchmal läuft es sehr gut, manchmal ist das eine Katastrophe mit dem Internet. Also. So, wir waren 6. Etage, glaube ich, ne? Und wir fallen in die. Hat sie sich sehr verletzt? Oh, ja, die verletzen sich doch schon übel. Aber wir sollten ja sowieso was essen. Jetzt haben wir einen Salat und ein Törtchen. Lecker Törtchen. Was will man mehr? Schön, wenn man Sachen findet, die wir gar nicht kennen. Ich glaube, da müssen wir echt sehr tief durch in die Mine. Aua. Du blöder Maulwurf, ey. Hast du den. Oh, okay, gut, das kennen wir leider schon. Aber egal. So schön aus. Das Problem, die wird sehr schnell müde, ne? So ist das nicht so wie anderen Spiele. Da gibt es schnell rum, finde ich. Ich wollte eigentlich diesen Stein, aber naja. Super, das freut mich. Ja, ich sag ja, manchmal ist das Internet echt gut. Und manchmal ist es eine Katastrophe. Leiter hierbei. Keine Leiter. Oh, da ist eine Leiter. Okay, dann nehmen wir sie gerne, natürlich. Ah, was sind wir denn jetzt für ein Stockwerk 13 erst? Jetzt kurz hier schauen, was wir Wichtiges mitnehmen können. Hier. Erstmal aus dem Kopf. Dann nehmen wir natürlich die Leiter. So, weiter geht's. Nächster Stock und. So, 14 erst. Das ist nicht so heftig abziehen, ne? Weil es echt schön ist, ein Loch zu fallen, der weit, weit nach unten führt. Auch die ganze Zeit nur Glas. Dings habe ich schon lange nicht mal gefunden. Aber Diamanten. Oh, das sind in einer Mine schneller. Irgendwie mit dem Diamanten. Oh, das nehmen wir natürlich gerne die Leiter sofort. So. Das nehme ich mit.
das Gold. Die müssen eine andere Farbe noch geben, diese ganze Herzen hier. Aber du kannst ja andere Sachen noch basteln. Ein Loch, ein Loch. So. Ja, man kann dort angeln. Ja, in der Mine kannst du auch angeln. So, wie sehen wir? 17 erst gefallen. Ah. Jetzt mir gehofft, tiefer zu fallen eigentlich. Ist hier was hier oder können wir sofort die Treppe nehmen? Ah ja, wir dürfen Essen nicht vergessen. Essen, Essen. Oh, was zu essen? Wir essen jetzt einen Fisch. Lecker Fisch. Oh, der hat aber viel gebracht. Oh, ist sie schlecht? Was ist das Smiley denn da? Also bis jetzt habe ich noch keinen besonderen Fisch bekommen. Könnt's ja mal versuchen. Wir sind jetzt Ebene 18. Gucken, was für ein Fisch drankommen würde, wenn uns jetzt die Maulwürfe nicht nerven. Ob das jetzt ein anderer Fisch ist oder ist er schnell gefangen? Ne, um Flusskrebs kenne ich schon, okay. Das war das jetzt nichts Besonderes. Ich glaube, ich war auch noch gar nicht so tief in den Minen, aber man kann angeln. Ich finde das schon cool. Wir haben hier etwas Cooles gefunden. Das kenne ich gar nicht. Ah, das muss ich abbauen. Das muss ich abbauen. Was ist das? Etwas Blaues. Wir haben was Neues gefunden. Rosaphir. Oh Gott, der Maulwurf. Wir haben was Neues gefunden. Juhu. Nur noch Staub. Ja, mir ist schlecht, glaube ich. Was war der Fisch schlecht? Was war mit dem Fisch? Du bist satt. Ach, das nennt man... Ah, wir sind satt, wenn wir so aussehen. Ah, okay. Ich dachte, mir ist eigentlich schlecht vom Fisch. Aber nein, das ist satt. Okay. Besser Zügigkeit. Besser als wenn es schlecht ist. Hey, wir haben eigentlich mal was Neues gefunden. Da freue ich mich drauf. Oh nein, Maulwurf. Maulwurf, geht da weg. Ah, shit. Wir verletzen uns leider noch. Du blödes Vieh, du. Mann, Mann, Mann. Und wie tief sind wir gefallen? Ebene 33. Wow. Oh Gott, das sind andere Maulwürfe. Gott, die haben einen Blitzkopf auf dem... Oh Gottes Willen. Oh oh. Ich hab nicht, dass sie gut sind für uns. Wow. Okay. Boah, die gehen ja voll ab. Eine Leiter, eine Leiter. Boah, das geht ja voll ab dann. Oh, wow. Böses Tierchen. Oh nein, 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 das ist so. Ich muss hier mal kurz weg. Ich muss das hier mitnehmen, das ist wichtig. Das cool ist ja sein. Boah, jetzt geht's aber hier ab, ey. Jetzt geht's hier ab. Oh nein. Okay, wir versuchen nochmal durchzufallen. Ich weiß gar nicht, wie weit es geht. Was ist das? Oh nein, die schafft das gar nicht, weil sie voll vernichtet wird. Und die darf auch nichts essen. Okay, einen Kuchen wird sie essen. Warum nicht einen Tee trinken? Shit, ich glaube, das schafft die gar nicht. Was ist das? Also wir können jetzt nur hoffen, dass sie nicht kippt. Damit wir das einsammeln können. Was ist das? Rufsmaragd. Oh, jetzt geht's aber hier ab, ey. Was ist mit den Tierchen? Gottes Willen, hier geht's hier voll übel ab. Oh, die hauen dich so weg. Das ist nicht mehr lustig dann hier unten. Ich wollte eigentlich nur gucken, was es so in den ganzen Ebenen gibt, ne, weil wir noch nie so tief waren. Jetzt geht's aber hier richtig ab. Man sieht's ja. Ist nicht lustig hier. Also bei mir ist das noch eine grüne Leitung. Nein. Aua. Aua, 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 aua. Mein Popo. Verrückt euch, ihr verrückten Maulwürfchen. Boah, das ist ja schon interessant, was alles für Rohstoffe es gibt. Oh Gottes Willen, ich weiß nicht mehr wohin. Ich mach mich hier voll platt.
Ebene 42 habe geschafft. Es geht ja richtig ab hier, ey. Na gut, langsam müssen wir aber aufgeben. Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank, hier haben wir was zu essen mitgenommen. Jetzt hätten wir es gar nicht so tief schaffen können. Also, die sind ja wahnsinnig. Ich wusste gar nicht, dass es so tief geht. Ja, das ist, glaube ich, die dritte Mine. Ja. Wir sind jetzt in der dritten Mine. Und das ist ja hier eine... Ab. Das geht hier ab. Ich komme hier gar nicht weiter, weil die mich hier nerven, oder? Ich muss hier gucken, was es gibt. Mich interessiert das natürlich sehr. Oh, nicht zu nah. Das ist zu weh. Das geht ja hier ab, das ist unglaublich. Man hat ja gar keine Chance zu entkommen, weil die aus jedem Loch und wie viele hier rauskommen, ne? Wie die gekloppten. Aua. Ich weiß gar nicht mehr wohin. Ich glaube, wir müssen leider aufhören hier. Aus der Mine raus. Nein. Ja, aus der. Oh nein, ich glaube, ich falle gleich um. Ja, es ist vorbei. Wir müssen hier raus. Ich habe auch nichts mehr. Boah, was abgeht. Boah, ab 40 oder wann diese verrückten Malwürfe kommen. Sogar noch mit Blitze und kein Plan mit was allem. Ja, das ist ja unglaublich. Voll übertrieben. Das ist so selten. Was ist das? Unverarbeiteter 4. Ein Smaragd. Wie geil ist das denn? Aber so selten, ne? Hammer, was alles für Baudinge gibt. Ja, das habe ich nicht gewusst. Schiffer 9 haben wir geschafft. Ja. Das ging so ab da. Das war unglaublich. Oh, wir haben neue Sachen bekommen. Oh, was ist das? Eingangs. Oh, guck mal, wie süß, Monsieur Stofftierchen. Oh, wir haben neue Sachen bekommen, weil wir gelevelt haben. Das ist ja putzig auch, was der braucht. Oh, rosa Fell. Das bedeutet, wir kriegen ein rosa Kanickel. Also die Chancen stehen gut, dass es ein rosa Kanickel gibt. Aber wann? Im Winter dann oder wie? Oh, Gott sei Dank haben wir das Moped mitgenommen. Zu Fuß wäre ja nichts geworden hier. Wir kommen hier, glaube ich, wieder nicht durch, ne, mit dem Moped. Müssen wieder dieses eine machen. Gott, fahr da durch. Die Pfütze hier. Schade, dass ich jetzt nicht auch. Einmal aussteigen. Einsteigen. Durchfahren. Oh! Oh Mann! Wie kann man denn so schnell das dort zu gehen wieder? Steig mal schnell auf dein Motorrad. Oh, jetzt ist es zu nah, glaube ich, der Boden. Oh Gott, wir haben es geschafft. Ah, das war cool. Bis bald, guten Appetit, schön, dass du da warst. Oh, wir haben coole Sachen gefunden. Also, da habe ich mich echt gefreut. Das muss ich echt verarbeiten. Ich muss wissen, was daraus wird. Warte, mache ich es hier gerade. Einen machen wir. Tschüss. Ja, ein werde ich jetzt mal machen. Ja. Wie geil, wir haben es gefunden. Aber es ist so selten. Das bedeutet, oh. Es ist echt seltene Sache, ne? Was kann ich denn hier rausschmeißen? Gar nichts eigentlich, ne? Glasstein. Ich würde schon gerne, dass das hier auch mit dabei ist. Ich mache den Salzstein raus und tue den hier rein. Steine brauche ich gar nicht mit anzukommen. Die sind überfüllt. Na, warte mal, das können wir hier lassen. Ich stehe schon mal fest. Ich werde noch ein bisschen Platz. Da waren ja auch noch Gerichte. Mal die Gerichte mal lieber mitgenommen. So, wir können wieder Baren machen. Endlich. Und gut, dass die 10er-Pack hier nehmen. Ich will erstmal alles Gold rein.
Und hier unten tun wir dann Silberbarren. Weil Gold ist ja sowieso leer geworden. Das war ein Abenteuer, die Mine. Na, guck mal, wir können hier mal vielleicht noch eine Barre machen. Ich muss echt mir noch einen Dings da machen. Eine Kiste, wo da nur Holz reinkommt am besten und da kommt was anderes. Das ist eine Katastrophe, wie voll wir sind schon. Muss ich schon sagen, ja. Ich weiß gar nicht mehr. Das sind Blumen und Früchten. Ich muss mal die Blumen und Früchte mal zusammenschmeißen. Ich habe so viele Blumen noch. Das ist ja unglaublich. Kann man das irgendwie tauschen? Blumen darüber, das da. Blumen hier rüber. Und Blümchen. Wäre doch gut, wenn die alle zusammen wären. Und das hier zum Beispiel erstmal hier rüber. Und die Bohne. Und noch irgendwo eine Blume. Und Fische. Die Blumen dann hier rüber. Schon mal ein paar Blumen zusammen hier finden. Ich weiß gar nicht, ob ich die von da welche hier habe schon. Ein bisschen mal mehr zu Nummer 2. Ich habe diese Blume. Ne, die ist hier plus 4. Und dann auch das hier, weißt du, dieses Flexible. Mit den Garn am besten zusammen tun. Die Rohstoffe, die zusammengehören, am besten zusammen. Das wäre cool. Viel Arbeit, aber machbar. Auch viele Kisten. Schauen wir mal, wie weit die hier sind mit dem ganzen Zeug. Hat jetzt gerade erst angefangen zu dauern. Hier können wir noch ein bisschen aufstellen. Ich glaube, ich sollte echt überlegen, mehr Kisten zu machen. Zu sortieren, so Möbel und Sachen da rein, so Zäune und so. Eine Kiste. Das ist schon cool. Mal gucken, wohin damit ein. Und wir müssen bald Holz sammeln. Das ist heute langsam leer. Das war ein Tag. Viel zu spät. Wann steht die auf, ey? 10 Uhr. Mal alle dann pennen. Ey, guck mal, wir erwischen den mal beim Schlafen. Das haben wir auch noch nicht geschafft. Die springt erstmal über ihn. Was war das? Anstatt mal von der anderen Seite her zu gehen. Nein, Bodycheck, voll rein. Egal, ob sie ausrutscht oder nicht, damit schon nicht merken. Das war eine lange Nacht. Ein langer Tag. Das hat aber auch Spaß gemacht in der Mine, aber die. Ah, oh, jetzt wo du Steine zerschlagen kannst, habe ich ein Geschenk für dich, Kitty. Und zwar den Weg zu einem Ort, der du Erdgnomen kennen. Ich gehe voran, folge mir. Oh, wie süß. Was ist denn jetzt passiert? Wow. Da, was ist denn hier los? Da wären wir. Wir nennen es als Steinbrechertal. Diese Steine sind alle ziemlich hart. Aber wenn du sie zerschlägst, findest du das allerbeste Herz. Du kannst hier Herz sammeln, wann immer du magst. Ah, wie geil ist das denn? Krass. Das Steinbrechtal ist ein besonderer Ort, an dem du so viel schürfen kannst, wie du willst. Krass. Was sind wir denn hier? Boah, wie das. Oh, und da ist irgendwas, was wir nicht kennen. Wie mega ist das denn? Haben wir den gerade. Oh Gott, das ist irgendwas, was wir nicht. Okay, dann machen. Das wäre schön, wenn wir das mitnehmen würden. Das wird. Das haben wir doch. Ist das nicht so hier? Nee. Dieses Orakel. Bla 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 bla. Ah, hier gibt's. Ich bin müde, ja. Los.
Kleiner mit, was ich so viel Stein machen soll, aber. Das ist ja auch ein schöner Weg, ne, mit Stein. Wie cool sind das? Wo sind wir denn hier? Wie geil ist das, dass es verschiedene Orte gibt von den Erdgnomen? Von den Gnomis. Jetzt haben sie mich hier wieder in einen anderen Moment. Auch komische Pilze. Sehr interessant. Okay, mehr schaffe ich nicht, die wird umkippen gleich. Erddeckgnom. Klar komme ich gerne hier wieder hin. Auf jeden Fall. Wie mega ist das denn, bitte? Geilomaticus. Oh, wir haben was Neues. Wie geil ist das denn? Freude pur. Ja, das hat mich jetzt echt gefreut. Habe ich nicht irgendwo noch Schildherz gehabt? Da. Ich muss unbedingt aufräumen. Mir gefällt das überhaupt hier nicht. Und ich esse mir erstmal was. Also das wird echt nicht. Oh, wo ist das Essen? Hau dir mal kurz die Knödel hier rein oder was auch immer das ist. Ich muss aufräumen, muss mir die Tierchen füttern. Das ist spät unterwegs hier. Eine Katastrophe. Gut, dass wenn die so viel gepflanzt haben, dass wir da keine Zeit gehabt. Das hat aber auch Spaß gemacht in der Mine, deswegen, auf Gottes Willen. Wie sieht's denn hier aus? Oh nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, egal. Wir kümmern uns kurz um die Kinder, um die Tierchen. Und, dann geht sie wieder schlafen, weil die kippt ja gleich aus den Latschen wieder. Das Wichtige ist, um die Tiere kümmern. Gucken, ob genug Futter drin ist, die Maschinen füllen und dann gute Nacht. Ich lasse auch die Tierchen drin, weil es bringt ja nichts, die geht ja gleich wieder schlafen. Dann ist der Tag hier sowieso vorbei. Die jetzt rauszuholen bringt ja nichts. Ich frage mich eigentlich, warum die schwarz-weißen Küchen eine Glocke haben. Weil die aus dem Wildraum kommen, aus der Wildnis. Ich weiß nicht, ob die deswegen trägt sie keine Glocke. Hauptsache, sie sind glücklich. Das ist die Hauptsache. Am liebsten wäre es für mich, wenn die ganzen Futtersachen, also Milch, Käse und alles im Haus aufbewahren könnte. Und dafür auch noch Kisten zu haben. Also groß ist der Kühlschrank leider noch nicht. Ich habe schon zwei Kühlschränke und trotzdem reichen sie mir irgendwie nicht. Häschen, wir haben rausgefunden, dass dich in 1000 Farben geben wird. Das wird doch cool, ey. Da freue ich mich drauf. Sehr sogar. So. Das wird jetzt ein kurzer Tag für uns. Und die kippt gleich aus einem Latschen wieder um. Das war aber eine geile Überraschung mit dem Gnom. Da müssen wir natürlich wieder zu Besuch gehen. Alles abbauen. Das ist wichtig. Und Steine können wir erstmal weggehen. Kann ich ja hier aufbewahren, die ganzen Steine, aber kurz hier aufräumen. Wege können wir natürlich machen, ne? Die hier weiter pflastern, aber müsste ich gucken, alles einpacken und das auch schöner hier machen, ne? Wie viel Platz man überhaupt zwischen den Maschinen braucht, dass ein Weg sein kann. Das möchte ich auch schon gerne haben. Das sieht halt alles so durcheinander aus. Aber erstmal lassen wir die Maschine jetzt laufen. Natürlich.
alles verarbeiten. Habe ich nichts gesammelt, ne? Kann ich irgendwas hier loswerden? Steine will ja gar nicht. Goldherz. Ich weiß gar nicht, für was das überhaupt ist. Ich will was hier noch machen. Drei Barren anschmeißen. Okay. Ziele. Gold vielleicht wegkriegen. Na, nicht ganz. Silberbahner. Gold verstecken wir erstmal irgendwo, wo Platz ist. Und dann räumen wir bald auf. Habe ich eigentlich eine Kastanie mit? Da wird es eigentlich mal Zeit, die Ordnung in diesen Chaossteine. Boah, wir haben ja heute noch gar nichts verkauft. Was ist hier los? Hier habe ich noch ein paar Wege. Juwelring. Brauche ich gar nicht, oder? Die Maus spielt auch keiner. Gehen wir den ab. So. Oh, warum habe ich denn jetzt hier noch den Star-Eisen? Passt hier nicht mehr. Ach, davon sind wir auch voll. Okay. Naja, wir ändern ja bald die Kisten. Dann haben wir genug Platz für mehr von denen. Aber erstmal machen wir das so und sie geht jetzt schlafen. War das schon ein schlimmer Tag. Aber ja, die ist ja fix und fertig. Aber wir haben was verdient. Ist doch schon mal besser als nichts. Ein bisschen viel Geld. Ich möchte ja gerne das Haus da wieder vergrößern, am liebsten. So. So, ich verabschiede mich. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Bye.